Ah. Machen wir noch, ja. Sei für den Acker mit. Knappe! Man lege mir meine Rüstung an. Sehr gerne, mein Herr. Moment. Da ran! Schulz. Ist nicht Schulz gesagt. Schulz. So. Hol denn. Nun der Helm. Selbstverständlich. Na los! Wohl an. Man bringe mir meinen königlichen Trunk. Mein Kelch. Man fülle ihn mit Wein. Ja, das müsste ich kurz holen. Ich mach da Cola rein oder so, los. Sehr gut, Sebastian. So, jetzt kannst du verschwinden, ne? Und fütter noch die Schweine, ne? Viel Erfolg im Kampfe. Ja, ja. Alia Jagda ist, Alter. Der Kaffee ist kalt. Wohl an denn, meine Freunde. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, am 30.03. kam Mounted Blade 2 Bannerlord raus, der Nachfolger des 2010 erschienenen Mounted Blade Warband. Mounted Blade 2 Bannerlord ist fast schon Mythos geworden, wurde 2012, 2 Jahre nach Warband, angekündigt und kam einfach nicht raus. 2016 gab es das erste Material zu sehen, die Leute waren gehypt wie Scheiße, Alter. So auch ich. Ich habe über die Jahre darüber getweetet, habe das jetzt vor dem Release mal wieder ein bisschen so retweetet von damals. Ja, und jetzt sollte es tatsächlich passieren. Mounted Blade 2 Bannerlord kam raus im Early Access. Erfolgreichster Steam-Launch des Jahres bisher. Mounted Blade Warband, der Vorgänger von 2010, das war ein Insider. Alter, das war das übelste Nerd-Game. Trotzdem vielleicht den Umständen geschuldet, phänomenaler Launch. Ich habe einen 24-Stunden-Stream abgehalten. Da ist einiges passiert. Shave it! Ja, und aktuell ist die Situation, ich bin süchtig nach einem Singleplayer. Singleplayer ist insane. Ich vernachlässige alles aktuell in meinem Leben. Versteht ihr das? Naja, aber was eigentlich so legendär ist tatsächlich am Mounted Blade, beziehungsweise was legendär war am Mounted Blade Warband, dem Vorgänger, war der Multiplayer. Bis kurz vorm Release von Bannerlord, ich war in der Woche davor, habe ich sehr viel Warband gespielt und ich war beim Multiplayer online. Und da haben gerade in dem Moment 14.000 Leute gespielt. Bei einem 10 Jahre alten Game. Die Server waren voll. Hunderte Leute haben sich abgeschlachtet in Belagerungsschlachten. Alle gehypt auf Bannerlord. Und heute hier auf diesem Kanal gucken wir uns den Multiplayer an. So, Multiplayer-Modi gibt es 3. Captain, da führt man einen kleinen Trupp an. Skirmish ist quasi, jo, Ackermatch. Und Siege ist halt hätte Belagerung mit 60 gegen 60. Amena. Cojon, Alter. Ich würde sagen, wir hauen jetzt mit dem Siege richtig rein, Alter. Oh, geht direkt los. So, wir spielen Sturgia. Das sind so Wikinger. Ja, mit so fetten Rundschilden. Sehe ich mich? So. Sind wir Verteidiger oder Angreifer? Wo steht das? Ich nehme erstmal Bogenschütze. Siehst du, wir sind nämlich Verteidiger. Wohl an, denn auf die Welle! Nope. 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 Gehen wir mal auf die Welle hier, Jungs. Los, alle auf die Mauer. Also, ich bin Nahkämpfer. Ich lasse die erstmal kommen, ist ja klar. Könnt ihr ein bisschen so Schild für den machen? Ja, schieß ihn da oben weg. Los, mach den weg. Du englischer Rostbeef-Fresser, du. Oh, da ist noch einer, komm. Hallo. Mach den weg da. Oh, hier wurde einer. Keine Chance. Ey, die werden hier alle lang gemacht. Alle. Können wir nicht im Belagerungsturm? Genau. Mach den weg hier. Bums den. Komm, hack den weg, wir haben nicht umsonst Echse, Brüder. Hey, 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 Zugriff, zack. Oh, da kommen sie. Gib jetzt, ne, Gefecht. Boah, weggemacht, mit der Axt. Oh Gott, nein. Gibt's hier noch was krasseres, Berserker? So, hier haben die schon das durchgeballert mit dem Katapult. Bruder, das ist doch Spawn-Camp.
So, ich habe jetzt kein Geld mehr. Deshalb nehme ich jetzt hier so einen dreckigen Warrior. Der kann ja gar nichts. So, hier sind ein paar. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ey! Mach nicht sowas! So! Nicht mit der Armbrust! Ja, brauchst du nicht röcheln, Alter. So ist der. Wow. Ach ja. Oh. Ich hatte das Visier gar nicht runter. Oh, die kommen durchs Tor. So, da gibt's jetzt nochmal richtig Geflänke. So, und rein da. Haltet die Stellung. Victory. Jawohl. Victory, Alter. Ja, war einer meiner leichteren Übungen. Schönes Ackermatch. Ja, KDA ist irgendwie noch nicht so geil, aber beim ersten Match wurde ich auch so hart weggemacht. Ich meine, wen interessiert denn im Mittelalter KDA? Oh, das ist aber schöne Burg, ne? Hier schön Nottingham, Sherwood, Forest, London. Hier ist ein Trebuch, Alter. Trebuchet. Darf ich an den dran? Was muss ich machen? Ja, dreh mal bitte. So, und jetzt ab dafür. Feuer! Nachladen! Gerhard, mach doch mal schneller! Vorne rein! Vorne rein! Ey, meine Fresse, muss mir der Papa ran. So, hier, tu ihn hier rein! Tu ihn da rein, jetzt warte! Ey, noch nicht schießen! Na gut, er kommt vielleicht. Nee, also nächstes Mal hörst du mal, was ich sage, ja? Also ich geh. Ihr seid eine Scheißtruppe. So, zwei an Schwert drüber. Mach den weg. Schön, mach den weg. Scheiße! So, wir nehmen jetzt. Alter, der hat Bock. So, was ist denn da hinten mit, dem, Also Herbert, was ist denn da mit dem Westbereich? Können wir da nicht mal angreifen, so einen kleinen Stoßstrupp? Guck mal da, der macht schon die Leiter, der Rüdiger. Guck mal, das ist schon einer, der aufs Maul will. Warte, warte, warte. Ruhig, ruhig. Ich hab das. Komm, wir machen das gemeinsam, okay? Pass mal auf. Ja, bis dein Schild kaputt geht, Opfer. Nee, du hast keine Range. Hehe. Mit dem scheiß Samurai-Schwert, Bruder. Jawohl, danke. Danke. Also. Ja, hier, der ist gut. Boah, Wurfspeere. Na gut, also es gibt aber auch noch den Captain-Modus. Das ist quasi mein Modus. Verstehst du das? Ich bin der Captain. Schauen wir auch mal rein, ja? So, ich würde dann lieber so eine Kahngarde nehmen, Alan. Ich glaube, wir müssen diese Stadt halten und dann werde ich Stadthalter. Männer? Forward! Mir nach. Also, wir müssen Flaggen einnehmen. Das sind meine Jungs. Also nur die Bogenschützen. Und ich kann die befehligen. Wir machen mal eine Linie. So, wo kommen die denn? So, schieß die ab, los! Pfeilhagel! Okay, und jetzt Nahkampf, Jungs. Ihr wisst, wie es geht. Stechen ab. Stechen. Ich war... Ah ja, ich war ja Half-Life. Ja, dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen so eine Speerinfanterie. So, reitet los. Warum haben die jetzt alle Reiter? Holy shit. Jungs, wir sind die einzige Infanterie. Also, mir fehlt jetzt so ein bisschen eine Minimap. Hier hin. An die Treppe. Schildwall! Männer, dies ist der Augenblick, wo... Ey, noch nicht schießen, ich halte gerade noch eine Rede. Dies ist der Augenblick, an dem sich zeigen wird, aus welchem geilen Holz die... Ey! Pfeilhagel incoming, Jungs! Haltet stand! Okay, zieht euch ein bisschen hier um die Ecke zu. Okay, Jungs. Und Angriff. Zugriff. Ackermatch! Was ist mit ihm los? Hat der Lack gesoffen? So, weggemacht. Das sind aber ein paar viele. Jungs! Oh, mein Visier! Scheiße, Bruder! Wir nehmen jetzt nochmal richtig krasse Bogenschützen.
Die Frage ist, hier ist Infanterie, an die halte ich mich. Schieß sie ab! Den habe ich. So, und jetzt mit den Dings hier. Richtig Ackermensch. Den habe ich. Oh mein Gott. Hochstein vom Pferd. Rückziehen, 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 rückziehen. Oh Gott. Shit, Bruder. Oh nein. Jawoll, Alter. Ich habe mehr gekillt, als ich gepisst habe. Ja, Baby. Und Angriff. Angriff. Hier gibt's nochmal Nachschub. Den hole ich runter. Alter. Shit. Okay, meine Jungs sind weg. Aber ich habe richtig die Reihen gelichtet. Holy shit. Das war gutes Ackermatch. Guck mal. 65 Kills! Das ist so viel wie 3 von meinen Mates! Warum der... Triff doch mal! Meine Fresse! Wie gerade aufs Pferd steigen, Iconic! Ey, die sind so schlecht, meine Mates. Guck mal, er trifft gar nicht. Jetzt, endlich. Sag doch, die sollen angreifen! Ja, stech dir einfach jetzt ab. Mein Gott, ist das traurig. Ja, geht doch. Hier, schön in den Pferdewanz. Gewonnen! Ehre! GG. So! Ja, meine Freunde, das war ein kleines Ackermatch bei Mount & Blade. Schaut gern vorbei. Das Game ist unnormal belohnt. Gerade der Singleplayer, ich sag's euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.